Was geht ab, Freunde? Nahtfrag am Start. Ich kriege immer wieder die Frage, frag Naht, aka Nahtfrag. Wann passiert XYZ? Wann ist das nächste Update? Wann geht die Season los? Wann passiert jenes? Und ja, wir sprechen mal heute darüber, wann Season 1 denn losgehen könnte. Na, kurze Antwort ist natürlich, ich weiß es nicht, ja. Keine Ahnung, wann das wirklich kommt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es dazu noch keine offizielle Pressemitteilung rausgegangen. Und wenn ich was Internes wüsste, dann dürfte ich es euch nicht sagen. Also, das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist natürlich, ich habe schon ein bisschen Ubisoft-Releases mir angeguckt mit Origins und Odyssey. Das waren zwei Launches, die ich sehr, sehr genau verfolgt habe. Und die Erfahrung daraus kann ich natürlich so ein bisschen mitnehmen. Nun hat man eine Veränderung gesehen bei den Launches der Spiele. Also Assassin's Creed Odyssey, das war ein Long-Term-Release-Dingsbums, ja. Das bedeutet, wir haben ganz lange ganz viele Spiele, ganz viele zusätzliche Inhalte gesehen. Bei Origins war es der Ansatz. Ja, bei Origins hatten wir zwei DLCs und that's it. Bei Odyssey hatten wir tatsächlich zwei DLCs in jeweils insgesamt 6 Kapiteln. Also 3 Kapitel, erstes DLC, 3 Kapitel, zweites DLC und es hat sich echt hingezogen. Es gab immer zusätzlich Rüstungspacks, die rausgekommen sind bei beiden Titeln und so ist es auch jetzt, ja. Und wir können davon ausgehen, dass Ubisoft sich keine Doppel-Releases pro Woche leistet oder machen möchte. Warum? Was meine ich damit überhaupt? Alle 2 Wochen, so ist derzeit der Rhythmus, kommt hier ein neues Paket raus, ja? Damit meine ich so ein Rüstungspaket. Und ich habe die natürlich schon alle, weil ich die euch regelmäßig zeige. Wir können davon ausgehen, dass etwas nicht gleichzeitig rauskommt. Das heißt, entweder kommt das Rüstungspaket raus, damit irgendwas über Assassin's Creed Valhalla in den Medien ist, worüber gesprochen werden kann. Oder es kommt halt eben ein Patch raus oder eine Erweiterung oder. Es ist unwahrscheinlich, dass es gleichzeitig kommt. Und deswegen, ja, lange Rede, kurzer Sinn, gehe ich davon aus, dass das Ganze am 15. Dezember live geht. Also meine Vermutung ist, 15. Dezember geht Season 1 live in Assassin's Creed Valhalla. Warum der 15.? Nun, ich glaube, dass eine Woche später schon fast zu spät ist. Cyberpunk spielt natürlich mies rein, ja. Also ab dem 10. werden viele von euch Cyberpunk spielen. In den Streams habe ich immer die Umfrage gemacht. Das sind meistens so 45%, die schon mega Bock auf Cyberpunk haben. Und das sind schon viele. Ja, zu einem anderen Zeitpunkt waren das mal nur 25%, die gesagt haben, sie wollen das Spiel spielen. Und ich glaube, das liegt dann viel am Setting oder an der Ego-Shooter-Perspektive, dass viele keinen Bock darauf haben. Ja, wird auch noch ein spannender Release. Und gleichzeitig Valhalla und Cyberpunk zu covern, wird für mich eine große Herausforderung. Ich habe das Glück, von 2 Cuttern unterstützt zu werden für den Hauptkanal. Das heißt, in der Praxis, ja, tatsächlich baller ich gerade einfach Videos für den Zweitkanal ungeschnitten raus und für den Hauptkanal wird das dann geschnitten in der derzeitigen Situation und wenn ich dann noch Cyberpunk spiele, dann wird es auf jeden Fall wieder herausfordernd. Ich bin mal sehr gespannt. Also 15. ist meine Vermutung, 22. käme nicht in Frage meiner Meinung nach, weil da eben dann das nächste Pack rauskommt und die Politik ist halt so aufgebaut, weil man die Leute so am Spielen hält. Ne? Man released immer was und dann lockt man sich wieder ein, macht wieder die Weekly Quest, dann ist die Season halt super spannend und dann kommt in der Season kommt auf einmal so ein richtig cooles Pack raus für 20€ und dann denkt man sich, oh, warum nicht? Ja. Und das ist jetzt keine Befürwortung dessen, sondern es ist eine Erläuterung des Mechanismus. Ja? Ich beschäftige mich ja sehr gerne und sehr viel mit Marketing. Viele von euch wissen das vielleicht, die mich länger kennen. Wer neu auf dem Kanal ist, weiß das vielleicht nicht. Ich habe tatsächlich auch meine Bachelorarbeit über Influencer-Marketing geschrieben und Marketing an sich. So wird das vermutlich sein, ja? Das Video ist auch so ein bisschen einfach der Verweis, weil ich einfach diese Frage ständig kriege, kann ich drauf verlinken, weil es einfach keine kurze Antwort darauf gibt. Kurze Antwort klar, ist unbekannt. Lange Antwort ist eben vermutlich innerhalb dieses eben erläuterten Turnus. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen vor mich hinfischen. Ja, ich brauche ein bisschen Kohle. Und mit dem neuen Speer Gungir, den ich mir erfarmt habe, geht das Ganze sowas von genial, Leute. Also, es ist unglaublich nice, mit Gungir hier nochmal schön reinzufocheln, reinzufarmen. Es macht schon echt Bock. Und immer nackig sein in Valhalla. Denn ihr wisst,
Ansonsten, wenn ihr nicht nackig seid, seht was Schlimmes, richtig, ist klar. Ausdauerverbrauch. In diesem Sinne, liebe Leute, Season 1, die kommt vermutlich bald raus. Im Dezember hat Ubisoft angekündigt. Ich hätte es tatsächlich schon auf den heutigen Tag vermutet. Tag der Aufnahme ist 1.12., aber sehr wahrscheinlich nicht. Ich gehe davon nicht aus, beziehungsweise eigentlich ist es ja schon soweit. Klar, nee, das wird heute nicht rausgekommen sein. Weil Ubisoft sowas entweder um 15 Uhr released, weil dort der Weekly Reset ist, oder eben um 0 Uhr. Aber Ingame-Inhalte in der Regel um 15 Uhr wird das einmal refreshed. Keine Ahnung, warum sich diese Uhrzeit eingebürgert hat. Ergibt gar nicht so viel Sinn, meiner Meinung nach. Ja, und liebe Leute, was machen wir hier noch Schönes? Bisschen farmen. Farmen tut immer gut. Ich sollte mir einen Farm-Kanal aufmachen namens FarmNards. Ja. Apropos FarmNard, ich habe mal drüber nachgedacht, ob ich hier für den Zweitkanal irgendein anderes Design machen soll. Ja, andererseits sieht das halt sehr trashig und selbstgemacht aus und das ist ja auch so ein bisschen das, was auf diesem Kanal gemacht wird. Trashig, selbstgemachte Uncut-Videos. Und schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, ob ich da nochmal vielleicht ein bisschen was dran ändern soll. Absolut geil, hier das wegzufarmen, ey. Macht schon ein bisschen Bock, also... Ich bin gespannt, wie viele Wälse und Aale ich gleich mit nach Hause bringe in die Siedlung und da mal richtig schön verticker das Ganze. Oder ich gehe hier nochmal eine Runde meditieren oder so oder speichern und neu laden und gehe nochmal farmen. Wäre natürlich auch eine geile Aktion. Guck mal hier nochmal zwei. Ihr seid mein! Freunde der Fische. Wels mittelgroß. Absolut geil. Ja, falls jemand fragt, ich zeige euch nochmal kurz die Location hier. Norwich, ne, in East Anglia, 55er-Gebiet. Ihr müsst hier einfach nur am Hafen in diesem seichten Wasser Fische farmen. Ich habe es schon oft gesagt, aber die Frage kommt halt immer wieder, weil immer mal eine neue Person hinzukommt, immer mal jemand irgendwas nicht kennt. Und ich möchte euch da natürlich nach Möglichkeit alle abholen. Ich weiß, man macht die Videos nicht für jeden, ja. Das ist immer das Problem, ne. Das ist halt so die Krux als Content-Creator. Du kannst das Video nicht für jeden machen. Du kannst halt nicht in jedem Video von A bis Z alles wieder erklären. Und deswegen musst du quasi so ein bisschen einen Wissensstand voraussetzen. Aber zwischendurch gehe ich dann doch nochmal gerne zurück. Erläutere noch so ein paar Kleinigkeiten, was mir gerade so einfällt. Und ich glaube, das ist auch ganz nice so. Guck mal, wie er hier langcharged. Absolut geil. Huch. Mit einem Kick auf den Fisch. Das war ein bisschen weird. Naja, gut. Liebe Leute, vielleicht sehen wir uns demnächst. Würde mich auf jeden Fall freuen. Solche Videos, die kommen nicht auf dem Hauptkanal, einfach weil sie keine extreme Informationsdichte haben. Ja? Deswegen, dafür habe ich den Zweitkanal, einfach so ein bisschen euch up-to-date zu halten. Ein bisschen für die Hardcore-Leute, die einfach sich alles anhören wollen zu AC, was mir gerade so durch den Kopf geht. Die sind hier herzlich eingeladen. Und auf dem Hauptchannel, da kommen dann halt die wichtigen Sachen, die wirklich angekündigten Sachen und releaseden Sachen. So habe ich das Ganze mir gedacht. Bis später, euer Peter. Und natürlich hier nochmal auch die Glocke aktivieren, wisst ihr ja. Ciao, Leute.